10. April 1962. Immer wieder bitte ich dich, sei darüber nicht ängstlich besorgt, weil du nur kleine, unbedeutende Dinge tun kannst. Ich sage dir, bleibe immer klein. Weißt du, was wir tun werden? Du wirst mir die Mosaiksteine geben, die du tagsüber sammelst. Ich werde sie nach Farbe und Form ordnen und zusammenstellen. Wenn das Bild fertig ist, wirst du staunen, welch ein Meisterwerk ich draus gemacht habe. Ich bin umsonst ein Künstler, aber wenn du nicht sammelst, dann kann ich kein Meisterwerk schaffen. Seine Stimme klang in flehendem Ton. Eines Tages sagte er mir, meine Tochter, jetzt werde ich dir deine Tagesordnung geben. Schon einmal begann ich mit dir damit, ich wollte noch mehr in dein Programm einschalten. Deshalb wartete ich damit. Komm, wenn du Zeit hast. Wenn es dir zu viel ist, sage es. Du entscheidest. Ich bin einverstanden. Mir gefällt es, wenn du mir deinen Willen freiwillig gibst. Montag, der Tag der armen Seele. Alle deine Bewegungen seien von der Hilfsbereitschaft getragen. In Vereinigung mit mir, begehre für die armen Seelen die baldige Möglichkeit, mein Angesicht zu schauen. Dein strenges Fasten und auch die nächtliche Gebetswache opfere für sie auf. Die Forderung zu strengen Fasten richtet sich nicht nur an dich, sondern auch an die Öffentlichkeit. Verkünde diese Offenbarung meines Herzens mit meinen anderen Mitteilungen. Wer montags bei Brot und Wasser streng fastet, befreit eine arme Priesterseele aus dem Fegefeuer. Auch jene Person, die montags ihr strenges Fasten bei Brot und Wasser für die armen Priesterseelen aufopfert, wird die große Gnade erhalten, in der Oktav ihres Todestages aus dem Ort der Läuterung befreit zu werden. Gemeint ist das regelmäßige Fasten montags. Das ist auch die Bitte unserer Mutter, und sie verpflichtet mich dazu in Berufung auf ihre Liebesflamme. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.